Servus, heute steht mal wieder ein Roadtrip an. Ja, es geht nach Boppard. Boppard ist in der Nähe von Koblenz, sage ich mal ganz grob, an der A61. Das heißt, wenn ich von hier nach Köln fahre, komme ich da vorbei. Und ich fahre nicht einfach so hin, sondern dort macht heute eine Fastnet-Ladestation auf. Ja, die ist schon gebaut, die ist, glaube ich, auch schon in Betrieb. Aber heute ist eine Eröffnung mit Teilnehmern von Fastnet, die was dazu sagen werden. Und ja, das habe ich gesehen, dass das heute ist und habe gedacht, da fahre ich doch mal hin. Ich habe jetzt auf 70% geladen. Das heißt, ich komme auf keinen Fall hin und zurück. Muss also zwischendurch nochmal laden, wahrscheinlich bei Ionity unterwegs, dass ich genug hätte, um zumindest wieder zu Ionity zu kommen, um dann vielleicht nochmal nachzuladen, um nach Hause zu kommen. Und wer weiß, vielleicht kann ich auch bei Fastnet laden. Ist ja ein paar Cent teurer für mich wie bei Ionity. Aber ja, es reizt natürlich schon, auch die neue Ladestation mal gebührend einzuweihen. Und wer es nicht weiß, man kann ja auch bei Fastnet mit der NBW-Karte laden. Wahrscheinlich auch mit anderen, aber ich kenne es immer nur mit der NBW-Karte. Wir haben hier zu wenig Fastnet, leider viel zu selten. Wer kennt diesen Hintergrund? Ja klar, das ist das Dach von den Fastnet-Ladestationen. Und es ist hier die neue bei Boppard. Ja, gut zu erreichen. Da vorne seht ihr die Autos fahren von der Autobahn. Dann gerade die Ausfahrt runter, dann ist man auch schon da. So sieht es aus mit dem schönen Dach. Und drei Säulen, A2 Stellplätze, und es ist aber auch Stademo da. Ja? Also es ist eigentlich an alles gedacht. Und wenn ich mich recht erinnern kann, kann ich da auch schön mit meiner NBW-Karte laden. Ich zeige euch aber mal jetzt einfach so ein bisschen im Detail, wie die Säule aussieht. Ein paar E-Fahrer sind schon da. Da kommt noch, was kommt denn da? Ioniq. Die kommen jetzt alle, weil nachher kommen auch die Leute von Fastnet, um das hier auch, sage ich mal, offiziell einzuweihen. Ich steck mal um. So schauen sie aus hier. Alles geboten, da haben wir auch die Stademo. Und was hier auch ganz gut ist, ist natürlich auch diese Vorrichtung. Ja, kann man schön bequem laden. Vielleicht macht es der hier jetzt gleich vor. Oben stehen die Nummern, auch gut. Und die erste Säule ist nochmal was Besonderes. An der Säule eigentlich nichts, aber am Platz, weil ihr seht, hier kann man auch mit dem Gespann laden. Ja? Hier kann man schön mit dem Anhänger ranfahren, aber die hat auch kein Stademo. Hier kann man schön mit dem Anhänger ranfahren und kann bequem laden. Aber ich habe eben erfahren, dass es um 19 Uhr offiziell losgeht, wo die Kollegen von Fastnet auch da sind und wo ein bisschen was geredet wird. Ja, so lange wollte ich nicht. Es ist wirklich kalt, wollte ich wirklich im Kalten stehen. Deswegen hier Italiener gefunden, leckere Noggis, und hier bleibe ich jetzt einfach sitzen bis, ja, bis 10 vor 7 oder so. Und dann fahre ich wieder vor. Dann wird es ein bisschen dunkler sein. Sehr nett. Wir haben nicht alles gepackt. War ja so ein Zwischenreinessen. Rest schön verpackt. Und das ist hier ein ganz toller Wintergarten, wo wir hier drin sitzen. Ganz alleine. Ach ja, falls du mal in Boppard bist. Pizzeria Heavies. Ach, draußen ist es so dunkel und so kalt. Ich trinke noch ein Espresso und dann fahre ich aber vor. Dann geht's weiter. Dann gucke ich mir die Reden an und dann wieder ins warme, kuschelige Auto. So, ihr hört's. Da ist schon die erste Rede. Das ist der Ingo vom Stammtisch hier. Der hat hier wohl ganz viel organisiert. Es ist auch super gelaufen und das sieht richtig toll aus. Jetzt ist es da. Das Auto raus und das Kabel fällt einigermaßen in Ruhe. Ingo hat es gesagt, wir sind nicht von der Presseabteilung von Fastnet. Wir sind zwei aus dem Bordteam, ich sag mal, die Praktiker, die das hier. So, der Kollege, wo jetzt redet, der ist hier von einem, ja, Bauteam, oder also keiner, der es baut, sondern es wohl organisiert. Technische Fragen können wir ihn stellen, hat er gesagt. Und hier sind jetzt überall schon Autos. Die Leute verteilen sich hier ein bisschen, hören da mal zu, was geredet wird. Und ich mag das ja einfach hier mit diesem grellen Gelb. Finde ich wirklich gut.
So, wenn ich um das hier außen rumläufe, kann man sehen, dass auf dieser Seite hier dieses Gelb nicht beleuchtet ist. Ich denke, das hängt einfach zusammen, dass hier halt überall auch Wohngebiet ist. Da wohnen Leute, die wollen das gelbe Licht ja nicht im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer. Und ja, hier fährt auch keine Straße, große Straße vorbei. Man muss es nicht sehen von der anderen Seite, wo ich die Bilder gemacht habe. Von da soll man es sehen, da kommt man von der Autobahn und da sieht man es dann auch wirklich schon von Weitem. Also nicht verkehrt, nur diese Lichter an eine Seite beizubringen. Und ich gucke mal, ob ich hier reinzoomen kann. Da oben, nee, kann das nicht zoomen. Da oben ist auch, ich glaube, Photovoltaik im Dach. Ich weiß es aber jetzt gar nicht genau. Jetzt ist gerade eine Fragerunde. Die Presse stellt Fragen. Ist auch mal interessant. Und das Dach spiegelt sich auch sehr schön im Auto. Ich möchte dazu als erstes sagen, vielleicht, Fastnet ist ein völlig unabhängiger Anbieter und Betreiber von Ladeinfrastruktur. Fastnet, Mann, der hat noch Fragen beantwortet, jetzt höre ich nichts mehr. Habe ja noch Leute getroffen, wo ich kenne. Grüße, Christoph. Habe noch ein bisschen geplauscht. Und ich denke, ja, jetzt passiert ja auch nicht mehr so viel. Wobei, die Leute stehen noch alle, unterhalten sich. Das sind ja von einem Stammtisch hier in Koblenz. Die kennen sich ja auch alle. Und der Stammtisch hat, glaube ich, auch nicht so oft stattgefunden in letzter Zeit. Insofern ist es ja toll, wenn man sich auch mal wieder trifft. Das ist so ein, guck mal, Fastnet gelber LKW. Aber ich glaube, das ist Zufall, dass der hier steht. Und ja, ich gucke jetzt mal noch einen Moment mir das an, ob die Leute jetzt hier wieder rauskommen, weil hier hat sich alles wieder voll gestaut. Dann fahre ich selbst noch hin und lade. Und wenn nicht, naja, dann lade ich halt woanders, fahre ich wieder weiter, weil es ist schon ein bisschen kühl. So, ich glaube, es wird nichts mehr. Hier ist die Stimmung zu gut, um, sage ich mal, um da irgendwie mein Auto durchzuwürsteln. Das heißt, ich fahre mal einfach los. Ich habe noch 100 Kilometer, glaube ich, jetzt Restreichweite. Und es müsste reichen da bis Nahefeld, irgendwie bei Ionity. Wenn nicht, halt irgendwo vorher oder später laden. Irgendwie geht's gut. Mache ich mir jetzt keine Sorgen mehr. Also, das war's von mir heute hier vom Ladepark in Boppard. Gut zu erreichen. Ich habe einen Italiener gefunden, der ist zwar hier ein bisschen weg, könnte man hinlaufen oder sich was zu essen mitnehmen. Der war auch eigentlich ganz, der war ganz gut, ohne eigentlich, der war gut. Und ja, das war's dann für heute. Ich fahre mal wieder heim. Bis dann, bis nächstes Mal.